Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Diesmal mit folgenden Themen: Spiel mit der Angst und Hier checkt keiner was. Hier ist Folge 170 aus dem Alsterfilmstudio in Hamburg. Ja, schönen guten Abend. Dankeschön. Denn eigentlich sollte ja nach dem Spiel der lockerflockige Alexander Bommes mit einem Sportschau-Club auf Sendung gehen. Aber anstatt den natürlich abzusagen, schaltet man trotzdem dorthin. Und Bommes weiß nun gar nicht, was er davon halten soll. Aber logischerweise ist euch nach einer lockeren Plauderrunde nach diesen schrecklichen Ereignissen nicht zumute. Nee, ist ja völliger Quatsch, hier jetzt irgendwie noch irgendwas Lockeres improvisieren zu wollen. Es ist genauso irre, wenn der Außenminister Saudi-Arabiens in der Tagesschau zitiert wird. Und Saudi-Arabiens Außenminister spricht in Wien von verachtenswerten Terrorangriffen. Ein Verstoß gegen jede Ethik, jede Moral und jede Religion. Saudi-Arabien gehört nachgewiesenermaßen zu den Hauptgeldgebern des IS. Eine solche niederträchtige Heuchelei sendet die Tagesschau trotzdem ohne weitere Kommentierung. Wir haben ja Hotels gesucht, die uns was vormachen. Das hätte überall sein können. Ja. Jetzt war das zufällig in Kreta. Und da, auf Kreta. Ja, aber es ist doch eine Insel. Eben. Ja, man sagt ja auch in Verona. Das ist aber was ganz anderes. Das hat mit Reisen nichts zu tun. Oh Gott. Schon nach diesen ersten 5 Minuten wird klar, dass Seriosität in dieser Sendung nicht groß geschrieben wird. Xavier Naidoo macht das. Haben Sie das schon mitbekommen? Super Geschichte. Freuen wir uns alle sehr. Einer, der behauptet, Deutschland existiere gar nicht als Land, weil die Verfassung nicht gültig ist, soll also dieses Deutschland jetzt vertreten in Stockholm. Interessante Logik, wie ich finde. Also er tritt quasi für ein Land an, das aus seiner Sicht gar nicht legitimiert ist als Land. Muss man mal drüber nachdenken. Ne? Also er tritt ja für die BRD GmbH an. Das ist ja so eher so die Theorie. Ne? Das ist genau so, als würden jetzt 11 Fußballspieler aus Ostdeutschland kommen und zu sagen, wir möchten für die DDR zur EM fahren. Ne? Da würde man auch sagen, hä? Hallo, was ist mit euch los hier?